Hallo Leute, heute ist mal wieder mit Mr. Rixto am Start. Und ja, in diesem kleinen Video werde ich euch zeigen, wie ihr es ganz einfach und kostenlos Skype für euren Computer bekommt. Okay, also ihr müsst erstmal einfach auf Google oder auf irgendeine andere Seite, also eure Vertrauensseite, dann gebt ihr einfach Skype ein und das suchen. So, dann steht hier Skype Download Chip. Also dann gehen wir zum Download, Download Server Chip, dann dürft ihr hier losklicken, das ist nur Müll, das wollt ihr euch aufdrängeln, und dann klicken wir behalten. Also dann downloadet euch Skype, es dauert ein bisschen. Jetzt fertig. Also wenn das so aussieht, klickt ihr drauf. Ja. Es kann auch anders aussehen, also es muss nicht immer dastehen, ob sie die Datei öffnen wollen oder so. Das ist jetzt nur, ich habe Windows 8 und deswegen. Ja. Okay, hier könnt ihr aussuchen, welche Sprache. Also gibt viele. Also ich bin jetzt Deutsch, deswegen nehme ich natürlich auch Deutsch. Dann Skype zusammen mit Windows öffnen, das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Also ich öffne es dann immer mit, deswegen lasse ich den Haken drin. Also ihr könnt dann auch noch auf weitere Optionen, aber da kommt auch nur Zeugs, also was ihr nicht unbedingt braucht. Dann geht ihr auf Ich stimme zu. Dann könnt ihr einfach das rausnehmen oder drin lassen, ist auch egal. Dann weiter. Dann wollen sie euch Bing auf dem Computer machen, also ich möchte nicht Bing, ich möchte weiterhin über Google gehen, deswegen mache ich die beiden Haken raus. Dann gehen wir auf Weiter. Und dann wird Skype auf euren Rechner installiert. Okay, das ist nicht der Fernseher. Ach doch, okay. Okay, ich bin jetzt schon angemeldet, aber wenn ihr nicht angemeldet seid, schließt ihr die Seite. Dann auf Abbrechen, also wenn ihr Skype gedownloadet habt, dann geht ihr einfach nochmal auf Google und gebt ein Skype, warte, nee, neues Konto, nee, Konto, yes. Dann wird suchen. So, dann geht ihr hier auf das erste Skype richtig ein Skype-Konto einrichten. Sollte dann geht ihr auf Konto erstellen. Dann müsst ihr das hier alles eingeben. Und bei dem Passwort ist wichtig, also ich kann es euch jetzt nicht zeigen. Also auf jeden Fall das Passwort muss über 4 Buchstaben, glaube ich, haben, oder über 6. Wo ist denn jetzt? Achso. Also das Kennwort muss jetzt auf jeden Fall über 6 Zeichen haben. Also es ist ganz wichtig, dass es über 6 Zeichen hat, sonst geht's nicht und sonst würdet ihr euch ja auch wundern, warum es nicht geht, deswegen wollte ich das nur mal sagen. Okay, hier gebt ihr einfach euren Vornamen ein. Ihr müsst dann nicht unbedingt euren eingeben, ist auch egal. Dann könnt ihr hier eure E-Mail-Adresse eingeben oder auch eine andere, ist auch was. Dann Geburtstag, gebt ihr euren Geburtstag an. Ich glaube, da muss man ein bisschen schummeln, sonst kann man sich da, glaube ich, nicht anmelden. Also man muss, glaube ich, mindestens 18 sein. Geschlecht könnt ihr auswählen, Land, Region, Deutschland, Stadt, Sprache, Deutsch. Handynummer müsst ihr auch nicht angeben, ist auch was. Dann könnt ihr auswählen, wie ihr Skype nutzen wollt. Also ich nehme immer für private Kommunikation, Skype-Name. Dann könnt ihr das Kennwort eingeben. Bei mir hat sie jetzt schon angezeigt, weil ich nichts eingegeben habe. Dann könnt ihr hier per E-Mail oder per SMS auswählen. Und dann müsst ihr hier nur noch diese komischen Zeichen eingeben. Und dann, ich erkläre mich einverstanden, weiter. Also dann werdet ihr halt angemeldet und dann müsst ihr noch so eine
Nutzerbedingungen zustimmen, dann habt ihr auch schon Skype und seid angemeldet. Das Passwort müsst ihr euch natürlich merken, sonst klappt es nicht. Und wenn ihr dann alles installiert habt, sieht das dann so aus. Also ihr könnt jetzt hier eure Freunde und so sehen, ihnen auch Kommentare schicken, also zum Beispiel Hallo senden. Also der ist jetz 's gerade nicht on, deswegen wird es den auch wahrscheinlich nicht stören. Und ja, Skype ist einfach dazu da, ein bisschen miteinander kommunizieren. Und ja, das wäre es auch eigentlich schon. Und wenn ihr Skype dann habt, könnt ihr mich ja auch anfragen. Ob ich das annehme, überlege ich mir dann. Aber Freunde auf jeden Fall werde ich annehmen. Und ja, bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Und ansonsten, danke fürs Gucken. Tschüss.